und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Ja, wir gehen mal wieder über die typischen normalen Grillrezeptgrenzen hinaus. Jeder von euch wird bestimmt Cordon Bleu kennen, aber definitiv nicht so, wie wir es gemacht haben, beziehungsweise der André. Was damit gemeint ist, das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Für unser Cordon Bleu am Spieß brauchen wir ein paar mehr Zutaten. Und zwar fange ich mal an. Hähnchenbrüste, Bacon, Kochschinken, Käse. Und dann eine Grapefruit. Aus der Grapefruit brauchen wir den Saft. Und zwar wollen wir daraus noch eine Glaze machen. Die werden wir dann abwürzen mit Paprika, Honig, Pfeffer und Salz. Weiter geht es mit unseren Sößchen bzw. Glaze. Ich habe jetzt mal unsere Grapefruit halbiert. Hier vorne habe ich mir einen Topf hingestellt und ein Sieb. Und jetzt werde ich einfach das Fruchtfleisch hier rausholen. Und passt mir auf, die Schale lasst mal schön ganz, die brauchen wir noch. Das Fruchtfleisch, was im Sieb gelandet ist, das drücken wir noch ein kleines bisschen mit einer Gabel aus, dass wir auch wirklich jeden Tropfen von unserer Grapefruit mit benutzen können. Wir haben unsere Grapefruit ausgedrückt. Jetzt haben wir das Ganze auf unserem Napoleon-Grill auf der Sizzlezone. Wir lassen jetzt erstmal den Saft aufkochen. Unser Saft fängt an mit Köcheln, jetzt kommen die ganzen anderen Gewürze mit hinzu. Pfeffer, Salz, Paprika und der Honig. So. Die ganze Sache jetzt ordentlich vermengen und 2-3 Minuten köcheln lassen, dann ist sie schon fertig. Weiter geht es mit unserer Hähnchenbrust. Diese werden wir jetzt erst einmal in der Hälfte einschneiden, aber nicht ganz durchschneiden. So, haben wir sie aufgeklappt. Dann nehmen wir uns ein kleines bisschen Frischhaltefolie oder irgendwas anderes, was ihr gerade habt. Legen diese drüber und dann kommen wir mit unseren Schnitzelklopfer und werden es erst einmal schön breit klopfen. Das werde ich jetzt mit allen machen. Ich glaube so, die Dicke langt uns vollkommen zu. Super. Unsere Hühnchenbrüste hatten wir ja eingeschnitten und geklopft. Jetzt kommt unsere Glaze mit ins Spiel und diese werden wir jetzt einfach mal ordentlich auf unserem Fleisch verteilen. Ist die Glaze dann auf unserem Fleisch drauf, dann kommt unser Schinken mit zum Einsatz. So, so und so. Okay, Entschuldigung. Und jetzt kommt noch unser Käse mit hinzu. So, und in eine Scheibe tunen wir noch teilen. So sieht die ganze Sache aus und jetzt haltet uns nicht verrückt, jetzt kommt der Kochlöffel mit ins Spiel. Diesmal ohne Preisschild. Ist ja auch keiner von mir. Ist auch keiner von dir. Und den legen wir hier am Anfang rein mit und dann rollen wir es zusammen. Das geht wunderbar. Hatte ich vielleicht vorhin nicht erwähnt, ich habe mir hier noch eine Frischhaltefolie drunter gelegt. So.
Reimann Freige das. Warum wir den Kochlöffel haben, das zeige ich euch gleich noch. So, jetzt ist das meine Rolle und jetzt kommt unser Bacon noch mit ins Spiel. Unser Röllchen habe ich jetzt bloß mal quer gedreht. Jetzt kommt der Bacon zum Einsatz. Den wickeln wir jetzt ordentlich noch ringsherum. So sieht unser Röllchen jetzt aus. Ich habe ja gesagt, die Grapefruit-Schalen nicht entsorgen. Die kommen jetzt auf unseren Löffelchen noch mit drauf. So, auf der einen Seite, auf der Seite, wo der Löffel ist, habe ich mal eingeschnitten, die Grapefruit. Hindurch. So, ist das doch ein ordentliches Paket geworden und jetzt geht's ab auf den Grill. Ja, jetzt seht ihr, warum wir den Kochlöffel brauchen, um unser Fleischstück nicht direkt auf die Steak oder auf die Grillroste zu legen. Wir haben uns jetzt hier links und rechts hier einfach unsere Rippchenhalter hingestellt, dann den Braten oder unser Röllchen dazwischen und jetzt würde ich sagen, Klappe zu und los geht's. Und ab und zu mal wenden. Kurzer Zwischenstand von unseren Brätchen, Röllchen. Wir haben den jetzt runtergenommen. Das hat nichts gebracht auf den Sperrrippshalter. Der Braten oder die Röllchen haben sich so dermaßen durchgebogen, dass unten alles aufgegangen ist. Wir haben den jetzt auf das Grillrost direkt gelegt. Es sieht aus wie ein kleiner Unfall. Wir schauen mal, wie es schmeckt. Wir haben die KT jetzt erreicht. Wir nehmen das jetzt runter. Klassischer Mittelschnitt. Haha, heiß an der Hand. Aber ich würde mal sagen, so vom Ergebnis innen drinne schaut das doch gar nicht mal so schlecht aus. Das denke ich auch. Scheibchen runter, essen. Wie ihr gesehen habt, kann auch bei uns nicht immer alles glatt laufen. Das System, was wir eigentlich machen wollten, hat halt nicht funktioniert. Aber wie es im Leben ist, es kommt natürlich auf das Ergebnis drauf an. Im Anschnitt habt ihr es ja schon gesehen. Das Bild ist schon mal hervorragend. Saftig ohne Ende. Kann man gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht. Wo der Geschmack jetzt herkommt, ob der vom Käse kommt oder von dieser Glaze und so weiter. Oh, das schmeckt geil. Das gibt wirklich einen Geschmack, den man nicht beschreiben kann. Eine richtig geile Sache. Hammer. Aber vielleicht auch zu unseren Pferden nochmal zwei, drei Worte. Vielleicht hätte man ein Bacon-Netz machen müssen oder straffer wickeln oder sonst irgendwas. Ja, das hatten wir uns zwischendurch überlegt. Es ist natürlich, wenn man das dreht, dreht es den Bacon logischerweise auf. Wir werden das definitiv nachmachen. Es ist auch zum Nachmachen empfohlen. Wenn ihr das nachmachen solltet, was wir euch natürlich auch empfehlen, jedes Mal, macht einfach ein Bacon-Netz, webt euch ein Bacon-Netz und somit bleibt das ordentlich ganz schön straff eingewickelt. Aber wenn ihr euch an die Schritte und an die Zutaten haltet, Leute, macht ihr nichts falsch. Definitiv. Genau. Wenn euch das Video so gefallen hat wie uns der Geschmack, dann zeigt uns das mit einem Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, drückt die kleine Glocke, damit verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, eure Sachsengriller André und Marco. Ciao. Ciao, ciao.